Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. So gut Leute, machen wir weiter an der Stelle. Letzte Folge haben wir ja endlich, oder seit letzter Folge können wir jetzt den TGW bauen. Was wir auch gleich gemacht haben. Und jetzt haben wir eine sehr schöne Highspeed-Strecke. Wo auch noch eine Landstraße nebenan lang geht, wo auch schon die ersten Autos fahren, die ersten Trabis. Aber die meisten fahren, Gott sei Dank, mit unserem TGW. Der kann zwar leider nicht die maximale Geschwindigkeit erreichen, da ist die Strecke einfach zu kurz, aber auf jeden Fall ist die Strecke super profitabel. Können wir nochmal gucken hier. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Ah, ich glaube, das ist die ganz lange Strecke, ne? Da gucken wir dann gleich mal. 16,7 Millionen Dollar machen wir aktuell. Nur mit dieser einen Linie. So, gut Leute, ich habe jetzt große Pläne diese Folge. Ich will auf jeden Fall endlich jetzt mal dafür sorgen, dass sämtliche Städte, die wir haben, auf der Karte mit Leipzig verbunden sind. Und im Anschluss würde ich dann auch mal versuchen, den Bahnhof in Leipzig mal ordentlich zu machen oder schön zu machen, sodass wir wenigstens einen Bahnhof haben, wo man auch einfach mal so gucken kann hier, ne? Und das schön aussieht. So, wisst ihr, das ist irgendwie erstmal mein Ziel, zumindest soweit es aktuell möglich ist. Noch mal ganz kurz, was das abwirft. Wieder 6 Millionen. Und da dürfte jetzt hoffentlich auch wieder voll werden. Wir schauen mal eben. Soweit es geht voll. Es sind jetzt immer so 120, 130 drin gewesen. 109. Das ist in Ordnung. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ach du Scheiße, ist der lang. Es ist wie so eine Schlange bei Snake oder so, die total eskaliert ist, habe ich das Gefühl. Okay, Leute, ich baue das mal eben aus, schnell den Bahnhof. Ich mache den mal eben deutlich länger. So gut, Leute. Ich habe den Bahnhof jetzt mal deutlich länger gemacht. Also länger geht nicht. Wir können den Bahnhof nicht länger machen, als ich ihn jetzt gemacht habe. Mal gucken, ob das jetzt ausreicht oder nicht. Beziehungsweise, ich glaube, der ist noch nicht hiermit verbunden. Nee, ist er noch nicht. Okay, Moment, ich muss mal hier noch irgendwie ein Cargo-Gebäude hinsetzen. Ah, ich hoffe, noch ging jetzt hier eins hin. Hier ist Kollision, da muss ich die Straße nochmal ganz kurz hier wegmachen. Verbinden wir das mal hiermit und jetzt irgendwie mit der Brücke idealerweise. Damit kann ich erstmal leben. Jetzt müsste es wieder verbunden sein. Nice. Okay, alles klar. Ich lasse den jetzt eben mal noch reinfahren in den neuen Bahnhof, den wir gerade ausgebaut haben. Und ich will noch mal gucken, ob das jetzt von der Länge okay ist oder nicht. Das will ich mir mal gerade eben anschauen. Das ist eine neue Meldung, Leute. Exhausted. Okay, darum müssen wir uns mal gleich kümmern. Anscheinend gab es irgendwie ein Patch oder so. Ich guck gleich. Und genau, lass dann gleich mal gucken, ob dieses Wartung, wenn man das erhöht, ob die Fahrzeuge dann wirklich ordentlich restauriert werden. Also ob die dann wieder gut aussehen, wisst ihr? Das machen wir gleich mal. So, der steht jetzt hier. Ist das okay von der Länge? Damit kann ich jetzt leben, Leute. Das ist okay. Das sind 4-5 Waggons, die jetzt ein bisschen überschüssig sind. Das ist auf jeden Fall deutlich besser als davor. Das ist wirklich deutlich besser als davor. So, 6 Millionen, 14 Millionen Dollar, wunderbar. Wir können jetzt nochmal gucken. Der hat wahrscheinlich gerade abgeliefert, hier würde ich mal schätzen. 18,9 Millionen, er hat jetzt abgeliefert. Okay, alles klar, so, ne? Linie sollte auf jeden Fall profitabel wieder sein. 10 Millionen Dollar. Ich denke, die Linie wird irgendwann 30, 40 Millionen Dollar Ertrag bringen oder so. Mal gucken. Könnte ich mir wirklich vorstellen. So, lass mal gucken wegen den Fahrzeugen, die exhausted sind. Geht eigentlich. Ach, guckt mal die Waggons an, Leute. Das bringt auf jeden Fall was mit der Wartung. Weil hier habe ich Wartung eingestellt. Können wir mal eben schauen. Wartung ist auch sehr hoch eingestellt. Normalerweise sehen die Waggons nicht so sauber aus. Okay, nice, Leute. Okay, also wenn wir die Fahrzeuge lange behalten wollen, einfach Wartung auf sehr hoch einstellen. Macht halt irgendwie auch Sinn und so. Ich wusste nur nicht, dass der Impact so gut ist, wisst ihr? Also dass auch nachträglich die dann wieder ordentlich sind und so. Dann würde ich das hier auch mal eben einstellen. So, und das muss ich jetzt mal mit allen Fahrzeugen machen, die wir gerade haben. Wahrscheinlich auch die ganzen Schiffe und so. Ja, 20 Jahre alt. Wie sehen die aus?
Das sieht sogar relativ gut aus. Ich glaube, hier habe ich die Wartung auch schon höher eingestellt. Das Flugzeug sieht auch wieder okay aus. Also hier habe ich die Wartung auch schon hochgestellt. Ich stelle das mal eben für alle Flugzeuge ein. So. Die Schiffe sehen nicht mehr so fett aus. Die Schiffe sehen leicht verrostet aus, habe ich das Gefühl. Okay, dann machen wir hier die Wartung auch mal nach oben. Dann sollten die jetzt auch bald wieder in Ordnung aussehen. Die sehen wirklich so aus, als würden die bald sinken. Abgefahren. 40 Millionen Dollar Einnahmen, das ist ziemlich ordentlich gerade. Das ist wirklich nice. So, ich arbeite mal die Liste noch weiter durch hier gerade. Nice. Ist das neu oder habe ich das übersehen die ganze Zeit? Man kann jetzt Landebahnen dazu bauen, Leute. Das ist richtig gut, das ist richtig gut. Also es kann, ich bin mir gerade unsicher, habe ich das übersehen? Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen. Warte mal, hier. Ah, ich kann keine kleinen Flughäfen ausbauen. Wartet mal. Oh nein, das geht leider nicht. Konfigurieren. Großen Flughafen kann man aber ausbauen. Zweite Landebahn benötigt. Runaway. Ah, wie cool ist das denn? Also die großen Flughäfen kann man easy ausbauen. Schade, dass das bei den kleinen nicht geht, weil der ist total überlastet. Der ist mega überlastet. Das Problem ist ja, dass wir von Leipzig Werkzeug nach München transportieren. Und da kommt er überhaupt nicht mit. Aber wisst ihr, was wir machen könnten? Wir erstellen einfach jetzt hier noch eine Flugbahn, eine zweite. Moment. Ich brauche eine zweite Landebahn. Okay. So. Und hier wieder Runaway. Geht nicht nochmal. Okay, aber ich könnte jetzt hier wieder neue Gebäude ransetzen, sozusagen. Ich verstehe. Alles klar. Da würde ich vorschlagen, dass wir jetzt die zweite Landebahn, die wir jetzt hier haben, nutzen, um einen Großteil der Transportflugzeuge hier hinzuschicken. Das sind zwar kleine Flugzeuge, aber ist ja egal, die können ja trotzdem hier landen. Nur die großen können auf den kleinen Flughafen nicht landen. So, da würde ich das mal eben umstellen. Flughafen, Werkzeug, München. Genau, und da würde ich jetzt einfach München das hier rausnehmen. Haltestelle hinzufügen und würde jetzt hier Cargo nehmen. Und jetzt muss man die Landebahn noch einstellen. Terminal. Wieso gibt es denn ein Terminal zur Auswahl? So, das Problem ist jetzt aber, jetzt teilen die sich das hier immer noch. Also einerseits Passagierflugzeuge und Cargoflugzeuge. Ich muss jetzt hier noch ein Cargo-Terminal hinsetzen. Und dann kann ich das umstellen, glaube ich. Den würde ich mal hier hinsetzen. So, Haltestelle hinzufügen. Wunderbar. Sie landen jetzt immer noch hier, starten aber hier. Wird denn das Werkzeug noch hier angeliefert? Das wäre immer noch interessant. 12 Tonnen. Okay, er fährt einfach weiter. Auch 12 Tonnen drauf. Das scheint zu funktionieren, weil ein Flugzeug bringt immer 12 Tonnen an. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann nochmal bessere Transportmaschinen für einen kleinen Flughafen. Oder wir könnten natürlich auch drüber nachdenken, hier einen großen Flughafen hinzubauen. Das wäre halt auch eine Idee, ne? Dann müsste man halt hier, diese Zugstrecke müsste als Tunnel hier lang verlaufen. Dann würde das vielleicht sogar funktionieren. Ich kann es gerne mal ausprobieren. Wir können auch gerne große Maschinen nehmen zum Transport. Also mit ein bisschen Fingerspitzengefühl könnten wir hier einen großen Flughafen hinbekommen, Leute. Das könnte klar gehen. Da müssen wir das Gleis als Tunnel machen. Der Zug, der da gerade durchfährt. Und das Zugdepot müssen wir wegreißen. Aber das gefällt mir sowieso nicht hier, das Zugdepot an der Stelle. Das sieht voll kacke aus mit den Gleisen. Ich versuche das mal eben. Ey, was macht man nicht alles, damit ich diese Dampflok nicht verliere? Ich hätte es jetzt auch einfach verkaufen können, die Gude. Aber ich will die unbedingt, weil ich will das Depot hier nicht mehr haben. Wisst ihr, drum ziehe ich die jetzt gerade um in dieses Depot hier. So, jetzt kann ich das hier erstmal wegreißen. So, ich habe jetzt extra nur eine Linie erstellt, damit der Zug losfährt und ich den jetzt in dieses Depot bringen kann. Oh Mann, weil ich will die ja irgendwann ausstellen, Leute. Irgendwann machen wir das noch. Es gibt eigentlich eine Mod dafür, damit kann man das machen, aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Ne? Und solange haue ich die Lok jetzt erstmal in das Depot da drüben hin.
Okay, ins Depot bitte. Ich hoffe, die fährt jetzt ins Richtige. Schauen wir. Ja, sieht gut aus. Und dann mache ich jetzt hier mal alles ordentlich. Ich bin nämlich gerade dabei, auch mal den Leipziger Hauptbahnhof jetzt richtig cool zu machen. Zumindest soweit es mir möglich ist. Weil ich habe halt, mir fehlen zum Beispiel irgendwelche großen Zäune und so. Das gibt's alles noch nicht. Also hier zum Beispiel hätte ich halt eine große Schallschutzwand am liebsten und so, wisst ihr? Das gibt's alles noch nicht. Oh nein, jetzt sehe ich gerade, das sieht hier voll kacke aus. Thank you.
so kann ich das jetzt erstmal lassen. Die Leute, die meine Pläne zufolgen kennen, die wissen, dass wenn ich sowas anfange, dann kann ich immer noch ganz, ganz, ganz schwer aufhören. Also ich bin gerade wieder ein kleines bisschen eskaliert und habe jetzt doch ein, zwei Stunden mehr investiert, als ich eigentlich vorhatte. Ich hoffe, ich kriege das als Speedbild irgendwie gut für euch zusammengefasst. Muss ich mal gucken. Also ich habe jetzt nicht nur hier einen großen Flughafen platziert, das war ja der ursprüngliche Plan gewesen, deswegen wir das alles geändert haben, sondern ich habe jetzt hier auch noch den Bahnhof überarbeitet und das komplette Vorgleis auch mal versucht so umzusetzen, dass es etwas realistischer aussieht. Dann macht das nämlich jetzt gleich noch viel mehr Spaß, so Bindungen aufzubauen, sodass hier noch mehr Züge durchfahren und dann macht es noch mehr Spaß, sich das alles anzugucken. So, es gibt nochmal eine ganz kleine Führung, Leute. Und wir müssen gleich neue Flugzeuge kaufen. Wir haben jetzt ja hier großen Flughafen. Das heißt, wir können jetzt große Transportflugzeuge endlich benutzen, um Werkzeug nach München zu bringen. Oh ja, also ich gucke mir das schon mal gerne an. Das ist schon mal ganz gut. Also Leute, ne? Wir haben jetzt auf jeden Fall alle Bahnsteige, habe ich top modernisiert. Also einerseits die Überdachung hier, habe ich immer abgewechselt zwischen so einem fancy ovalen Dach und dann wieder normal Flachdach, dann wieder fancy. Und das zieht sich dann ja auch komplett durch. Die Bahnsteige sind jetzt auch modern. Also hier der Boden davon sozusagen. Und genauso auch hier, guck mal. Jetzt haben wir hier blaue Schilder. Wie in echt. So, die Bahnsteige habe ich jetzt alle auf eine Höhe gebracht. Erstmal hier. Ja, Cargo genauso. Und ich habe jetzt auch das ganze Vorgleis mal überarbeitet. Ich habe es probiert, es so realistisch wie möglich zu machen, wie es mir möglich ist. Das Problem ist, ich weiß selber immer nicht so genau, worauf man da achten muss, um so ein Vorgleis von dem Bahnhof, dass das halbwegs realistisch ist, wie man das umsetzen muss. Also wenn ihr da irgendwie wisst, worauf man da achten muss, wie die Verbindungen zwischen den Gleisen sein müssen und so, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Mir war es erstmal wichtig, ich habe ja jetzt hier Zugdepots hingesetzt, 3 Stück, einfach weil ich dachte, das ist cool. Mir war es erstmal wichtig, dass sozusagen jedes Gleis dann damit verbunden ist, mit dem Zugdepot. So, dann haben wir jetzt hier unseren neuen Straßenbahnknotenpunkt, den habe ich nochmal ein bisschen überarbeitet. Der ist jetzt nicht mehr ganz so groß, ich denke aber, das reicht aus. Und das Beste ist, man sieht das auch gerade hier, wir haben jetzt hier einen wunderschönen Seiteneingang. Das heißt, die Leute können hier aussteigen aus der Straßenbahn und direkt auf die Gleise drauf. Gleichzeitig können sie aber immer noch unser historisches Kopfbahnhofgebäude benutzen. Das werden sich aber auch nicht wegreißen. Ne? Dafür mag ich das einfach zu sehr. Der Witz ist, wir können das sogar nicht mal mehr bauen. Nee, also das ist jetzt wirklich, das steht unter Denkmalschutz. Ne? Ja, so, dann habe ich ganz viele Bäume platziert. Ne? Man sieht irgendwie sind ein, zwei Bäume mehr. Dann habe ich ganz viel Terraforming gemacht. So, hier war ja davor die Brücke gewesen von der Landstraße. Da habe ich jetzt so eine natürliche Brücke draus gemacht. Hier gehen 2 Tunnel durch. So, dafür haben wir jetzt hier aber eine Brücke, die über die Gleise geht. Ist einfach nur mal so ein kleines bisschen mehr Abwechslung jetzt auch, ne? Ich denke, aus dieser Perspektive sieht das aber schon mal ganz nice aus. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr dazu schreibt. Bin ich wirklich? So, aber ich habe jetzt auch endlich einen großen Flughafen. Ich würde sagen, dass wir jetzt mal noch schnell große Transporter holen, beziehungsweise die Flugzeuge hier mal austauschen. Aktuell haben wir hier 112 Tonnen gelagert. Das ist etwas viel. Transport 69%. Also wir müssen, da müssen wir auf jeden Fall ordentlich aufstocken jetzt. Und wir holen jetzt einfach mal die größten Transportmaschinen, die wir uns... Ach du Scheiße, 51? Die Boeing 757 wurde speziell für den Transport von Paketen, Containern und Paletten entwickelt. Okay, alles klar, die würde ich wahrscheinlich einfach mal holen. Was kostet die? 4,2 Millionen. Die sehen ja mal mega krass aus, ey. Kann man eigentlich hier am Flughafen dekorieren? Kann ich ja malen? Ne, okay, hätte er sein können. So, 51 Tonnen haben wir drinne. Habe ich eingestellt, dass die vollgeladen werden? Habe ich, wunderbar.
Ah, das nervt mich noch ein bisschen hier, dass die da ineinander klitschen. Ich hoffe, das wird noch gepatcht irgendwie. Nein! Ich muss die Bäume wegmachen. Und den Berg auch. Wow! Wow, 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 wow. Okay, ich muss da den Berg ein bisschen abtragen, Leute. Es ist ein Wunder, dass die Maschine in München angekommen ist, ich sag's euch, Leute. Sie wäre beinahe gegen den Berg geflogen. Ist er aber am Ende nicht. Der hat sich irgendwie durchgehangelt. So, wow! 5,7 Millionen. Alles klar, ne, dann lohnt sich das sogar mit den Dingern. Nice. Okay, krass. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. So gut, ja, ich muss den Berg ein bisschen abtragen. Hauptsache, ich trage jetzt hier den ganzen Berg ab, ey. Mach mir mal die Bäume weg. Jetzt müsste es eigentlich hinhauen, oder? Ja. Easy. So gut, Leute. Dann würde ich mich an dieser Stelle erstmal für diese Folge verabschieden. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange die geht. Ich habe ewig jetzt an diesem Bahnhof gearbeitet, deswegen kann ich das nicht einschätzen. Kann sein, dass wenn ich fertig bin mit der Folge, die noch 15 Minuten geht oder so, kann genauso sein, dass die 40 Minuten geht. Ich habe keinen Plan. Ich werde sie so schneiden, dass sie am Ende cool ist, auch wenn sie dann nicht so lang sein sollte. Mal gucken. Hinterlasst mir bitte Feedback wegen dem Bahnhof. Würde mich sehr, sehr interessieren, wie ihr den so findet. Und genauso, falls ihr da Hilfestellungen und Tipps habt, wie man da die Gleise am besten verbindet bei diesem Vorgleis von dem Bahnhof und so, worauf man da achten sollte, könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Ne? Aber es ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung. Nächste Folge würde ich dann aber gerne erstmal Leipzig mit Braunschweig verbinden, damit wir hier noch einen Zug mehr haben. Vielleicht machen wir auch Doppelzug sogar, muss ich mal schauen. Und genauso Leipzig-Berlin könnten wir auch mal die Züge austauschen. Und vielleicht machen wir auch mal noch einen zweiten TGV nach München, spätestens. Das könnte nämlich spätestens dann Sinn machen, wenn München jetzt noch deutlich größer wird. Ne? Ja, und ICE und so müssen wir an sich auch bald freischalten. So, denkt bitte an den Daumen, denkt bitte an Feedback. Ne? Support hilft wirklich immer weiter, es ist einfach so. Und es ist auch nochmal eine Würdigung meiner Videos und wenn ich sehe, es ist gut bewertet und hat viele Kommentare, dann freue ich mich auch. Ist halt wirklich so. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ne? Tschüssi.